Hi! Heute machen wir einen weihnachtlichen Candy Drip Cake. Dafür brauchen wir Zimtsterne, Macarons, Lebkuchenmänner und dreimal den New York Cheesecake von Koppenrad und Wiese. Wenn wir die Cheesecakes gestapelt haben, können wir also direkt mit der Ganache weitermachen. Wichtig ist bei diesem Vorgang, dass das Wasser nicht mehr kocht, weil sonst die Schokolade Klumpen bildet. Durch die Butter wird das Ganze so ein bisschen sämiger und der Drip sieht einfach viel, viel schöner aus. Als nächstes lassen wir die Schokolade an der Torte runterlaufen. Das mache ich immer mit einem Teelöffel. Relativ zügig arbeiten, damit ihr oben auch eine schöne Oberfläche habt. Und damit die ganzen Macarons, Zimtsterne und Lebkuchenmänner auch stehen bleiben, rühren wir uns noch schnell eine Creme an. Die kleinen Lebkuchenmänner könnt ihr dann natürlich mit Zuckerschrift dekorieren. Zum Schluss gebt ihr einfach nochmal ein bisschen goldenen Dekorzucker drüber, dann sieht es einfach noch viel schöner aus. Ihr seht, kleiner Aufwand, große Wirkung, jetzt können die Gäste kommen.